Es ist eine Geschichte, die geht um einen Teddybären. Hat jemand von euch einen Teddybären zu Hause? Oh, fast alle haben einen Teddybären zu Hause. Ist der auch bei euch im Bett, damit ihr euch nachts in den kuscheln könnt? Bei manchen? Ja, zum Kuscheln. Was unten oben, unten oben? Na, sag mal. In der Kuschelecke, da ist er auch gut aufgehoben. Jetzt macht ihr einen Teddybär, macht eine Reise. Ihr könnt mal gespannt sein, wohin der reist und was der alles erlebt. Der kleine Hans-Peter hatte zum Geburtstag zwei ganz gleiche Teddybären geschenkt bekommen. Du kannst ja einen Bären umtauschen, meinte Hans-Peters Mutter zum Beispiel, gegen ein kleines Auto. Ach nein, gab Hans-Peter zur Antwort. Einen Teddy will ich verschenken. Einen Jungen, der so alt ist wie ich. Irgendeinen Jungen. Und wie heißt der Junge? Wo wohnt der Junge? Wie er heißt, das weiß ich nicht. Und er wohnt. Hans-Peter schaute erst seine Mutter an, dann den Vater und dann drehte er sich zur Wand, wo die große, sehr große Landkarte hing. So groß, dass die ganze Welt darauf zu sehen war. Er tippte mit dem Zeigefinger irgendwo hin, wo die Karte nicht blau war. Denn das Blaue war Wasser, das wusste Hans-Peter. Und sagte, dort wohnt er. Das ist ja mitten in Indien, meinte der Vater. Wie soll denn der Teddybär nach Indien kommen? Hans-Peter dachte nach. Und weil er in Hamburg wohnte und Hamburg eine Stadt ist, die am Meer liegt und einen großen Hafen hat mit vielen Schiffen, fiel ihm etwas ein. Gibt es nicht Schiffe, die nach Indien fahren? Fragte er. Doch, doch, die gibt es, sagte der Vater. Dann bitten wir eben einen Kapitän, der nach Indien fährt. Er möchte unseren Teddybären mitnehmen. Das machen wir, erklärte der Vater. Zieh dich und den Teddy an, denn bis Indien hat er eine weite Reise. Hans-Peter ging mit seinem Vater zum Hafen. Liegt hier ein Schiff vor Anker, das bald nach Indien fährt? Fragten sie. Ein Matrose wies auf ein Schiff und so kletterten sie den Laufsteg hoch. Guten Tag, Kapitän, sagte Hans-Peters Vater. Mein Sohn möchte einem kleinen Jungen in Indien seinen Teddybär schicken. Könnten Sie ihn mitnehmen? Den Teddy oder den Jungen? Fragte der Kapitän. Den Teddy, gab Hans-Peters Vater lächelnd zurück. Den Jungen möchten wir gerne hier behalten. Der indische Kapitän erklärte, er wolle den Teddy gerne mitnehmen. Es gibt genug arme Jungen in Indien. Er ließ sich Hans-Peters Namen und Adresse sagen und dann ging Hans-Peter mit seinem Vater nach Hause. Sie dachten natürlich, der Junge in Indien würde einen Brief schreiben, dass der Teddy gut angekommen sei. Aber es kam kein Brief, auch keine Karte, nichts. Nichts. Es verging viel Zeit und Hans-Peter dachte schließlich nicht mehr an seinen kleinen Bären und den Jungen in Indien. Dann wurde es Weihnachten. Eine Stunde vor dem Heiligen Abend klingelte es. Draußen stand der indische Kapitän und brachte ein kleines Paket für Hans-Peter. Dazu überbrachte er einen Brief, den musste er übersetzen, denn er war indisch geschrieben. Lieber Hans-Peter, ich habe dein Geschenk bekommen und danke dir sehr dafür. Ich schicke dir ein Tongefäß mit Reis. Lass ihn dir gut schmecken. Das Gefäß hat mein Vater gearbeitet. Er ist ein Töpfer. Außerdem schicke ich dir noch eine Kette aus bunten Federn. Diese Kette habe ich selbst gemacht. Bei uns gibt es viele Vögel mit solchen Federn. Es grüßt dich dein Freund Sadus. Hans-Peter wurde ganz rot vor Freude. Er bekam viele schöne Geschenke an diesem Weihnachtsabend. Aber die schönsten waren für ihn das Tontöpfchen mit dem Reis und die Vogelfederkette. Er trug die Kette am ganzen Abend und war sehr glücklich, dass er einen Freund in Indien hatte. Holla, bolla, Rumpel, sagt Niklas, nimmt die Muckepack. Weihnachtsnüsse gelb und braun, runzlig, punzlig anzuschauen. Knackt die Schale, springt der Kern, Weihnachtsnüsse esse ich gern. Komm bald wieder in dies Haus, guter alter Nikolaus. Auf Wiedersehen, bevor wir auseinandergehen.